Meine Damen und Herren, wir haben das letzte Mal uns relativ ausführlich und natürlich eher theoretisch mit der Kovariantenableitung auseinandergesetzt. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass Sie diese Thematik gut verstehen. Weil das ist zentral für die Tensorrechnung. Jedenfalls immer dann, wenn man andere als geradlinige oder gar nur kartesische Koordinaten betrachtet. Und wie wir ja schon mehrfach besprochen haben, eignen sich für zahlreiche physikalische Anwendungsfälle krummlinige Koordinaten, wie insbesondere sehr häufig die Kugelkoordinaten, viel besser als geradlinige oder kartesische Koordinaten. Deswegen ist es wichtig, mit denen umgehen zu können. Und mit denen kann man aber nur professionell umgehen, wenn man auch weiß, wie man in derartigen Koordinaten differenziert. Skalare differenziert, Vektoren, also Tensoren erster Stufe differenziert und wie wir auch noch dann kurz sehen werden, auch Tensoren höherer als erster Stufe differenziert. Und zwar richtig differenziert. Weil wir haben also schon Beispiele gehabt jetzt in den letzten zwei Wochen, wo sich gezeigt hat, dass wenn man einfach so drauf los differenziert, bei einem Tensor erster Stufe, also einem Vektor, einfach da der Reihe nach die Koordinaten differenziert, die Komponenten differenziert nach den entsprechenden Koordinaten, dann kommt nichts Gescheites heraus. Jedenfalls keine Größe mit tensoriellem Transformationsverhalten. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ist mir wurscht, ist halt kein tensorielles Transformationsverhalten. Aber dann stimmt alles nicht. Und Sie werden heute an einem sehr übersichtlichen und doch recht einfachen Beispiel das hoffentlich so richtig handgreiflich erkennen können, worin die große Bedeutung der Kovariantenableitung eines Tensors liegt, im Gegensatz zu der Ihnen natürlich allen längst bekannten partiellen Ableitung von Tensorkomponenten. Dass das mit der partiellen Ableitung nicht hinhaut, wird sich also unter anderem, also jetzt bei diesem heute zu besprechenden Beispiel herausstellen. Ich muss mich gleich am Anfang entschuldigen, das wird also heute vielleicht eher fad, weil da kommen also keine himmelschreienden neuen Ergebnisse. Wir rechnen nur das, was wir jetzt schon hatten, einmal so richtig down to the earth durch bis zum letzten i-Tüpfel. Weil ansonsten entsteht schon gerade in Ihrer Situation, Sie sind ja noch am Anfang Ihres Studiums und haben noch nicht sehr viele Erfahrungen gesammelt im Umgang mit diesen Dingen, sonst wirken diese Dinge wie diese kovariante Ableitung, auch wenn Sie irgendwie denken, das schaut schon gut aus, doch irgendwie abgehoben. Und Sie sollen das wirklich so mitkriegen, dass Sie sich dann nachher denken, stimmt, das ist wahr, so muss man es machen. Und wenn Sie das dann haben, dann haben Sie es auch verinnerlicht. Und dann wird Ihnen das nicht mehr als irgendein künstlicher Überbau erscheinen, sondern schlichtweg als eine Notwendigkeit. Ich sage das sehr häufig in keiner Wissenschaft, glaube ich. Aber schon gar nicht in der Physik tut man was, was nicht notwendig ist. Wozu würde man sich denn das antun, wenn man es nicht braucht? Aber Sie werden sehen, nicht nur bei so hochgestochenen Anwendungen wie vierdimensionalen gekrümmten Raumzeitkontinua, sondern bei ganz einfachen Dingen stellt sich heraus, man braucht das, sonst kommt es nicht richtig heraus. Das möchte ich Ihnen heute mit dem Beispiel nahebringen. Und ich möchte gleich was Praktisches dazu sagen. Ich neige immer wieder, gerade wenn man irgendwas so durchrechnet, mich zu verrechnen.
das ist weniger blöd, wenn nicht die Videokamera da herinnen ist. Aber wenn dann die ganze Stunde vorbei ist und nachher ist irgendwo ein Blödsinn gewesen, dann ärgert man sich über das. Deswegen bitte, passen Sie gut auf und unterbrechen Sie mich gleich, wenn Sie sehen, dass da möglicherweise ein Rechenfehler drinnen ist. Es sind ja eh keine groß angelegten Rechnungen, aber gerade bei den kleinen Sachen kann man sich dann leicht irren und dann kommt natürlich nicht das raus, was es auch soll und dann fehlt auch die Überzeugungskraft bei dem Ganzen. Also bitte rechnen Sie mit, denken Sie sich nicht, der wird das schon wissen. Ich meine, im Prinzip weiß ich schon, aber trotzdem bei der Tafel ist das also dann doch so eine Geschichte. Das werden Sie selber wissen, wenn man da draußen ist, verrechnet man sich leicht. Übrigens, apropos Tafel, auch das möchte ich sagen, gerade heute wieder, so dumm das ist, dass man so viel löschen muss, aber jetzt ist es natürlich herrlich, dass man so viel freie Tafelfläche zur Verfügung hat. Und wir können also hoffentlich das ganze Beispiel auf diesen zwei Tafeln durchrechnen und Sie haben dann immer den Überblick über die ganze Rechnung. Also worum soll es gehen? Ich glaube, ich habe es letztes Mal am Ende schon kurz angedeutet, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Wir wollen ein Vektorfeld betrachten, und zwar ein paralleles Vektorfeld. Und zwar ein solches, wo man sofort erkennen kann, dass es ein paralleles Vektorfeld ist. Damit man nicht zu viel rechnen muss, machen wir es zweidimensional. Das hat auch den großen Vorteil, dass auch unsere Tafeln zweidimensional sind. Also man da kann die ganze Geschichte wirklich vollkommen auf der Tafel darstellen. Schon bei drei Dimensionen muss es ein bisschen geschickt sein und ab vier Dimensionen geht eh nichts mehr. Also wir nehmen ein zweidimensionales Beispiel und wir werden in der Tafelebene ein Feld von lauter Einheitsvektoren betrachten, die alle waagrecht von links nach rechts über diese Tafelfläche darüber verlaufen. Also was Einfacheres gibt es eigentlich kaum mehr. Alle diese Vektoren, die wir betrachten, wir nennen sie A-Pfeil wie sonst, werden also waagrecht liegen, die Länge 1 haben und an jedem Punkt an der Tafel gibt es so einen Einheitsvektor, so wie wenn das einfach eine gleichmäßige Strömung wäre, die da von links nach rechts in der Tafel da herüberströmt. Und diese Vektoren wären dann vielleicht Strömungsgeschwindigkeitsvektoren, wurscht, was man sich dabei denkt. Aber jedenfalls, es liegt auf der Hand, glaube ich, das braucht nicht näher geklärt zu sein, das wird wohl ein paralleles Vektorfeld sein, weil die sind eben alle parallel, liegen alle in einer Ebene, schauen alle in einer Richtung. Das ist so der Urtyp eines parallelen Vektorfeldes. Und über das braucht man ja nicht viel reden. Wenn wir für diesen Fall natürlich besonders einfach nur kartesische Koordinaten xy, so eine x-Achse und eine y-Achse in der Tafel wählen, naja, und dann wird an jedem Punkt da so ein E1 und E2 Basisvektor sein und der Vektor A-Pfeil, der ist dann immer schon der Vektor E1-Pfeil. Und der hat immer die gleiche Richtung, der zeigt da so hinüber. Und damit wären wir ja eigentlich schon fertig, weil dann hat dieses Vektorfeld A-Pfeil an jedem Punkt in diesem zweidimensionalen Raum da an der Tafel eben die Komponenten 1 für die erste Komponente und 0 für die zweite Komponente. Und diese Komponenten sind konstant und da werden Sie sagen, na bitteschön, was will er jetzt? Man braucht sie nur differenzieren nach x1 und x2, nachdem sie aber konstant sind. Die eine Komponente ist 1, die andere ist 0. Na, wenn man konstante Zahlen nach x oder y differenziert, kommt 0 heraus. Und damit ist ja schon klar, dass sich der Vektor nicht ändert und man hat ein paralleles Vektorfeld. Und damit ist dieses Beispiel schon zu Ende. Aber damit fangst du jetzt erst an. Weil in manchen Fällen ist es auch für so ein Vektorfeld zweckmäßig, ebene Polarkoordinaten oder wenn wir das dann dreidimensional würde machen wollen,
Kugelkoordinaten einzuführen. Na, Sie kennen die Geschichte ja schon. Da hat man dann also nicht XY, sondern R und Phi. Jeder Punkt in der Tafelebene ist dann charakterisiert durch die Koordinaten Q1, Q2, also R und Phi. Sowas ist also insbesondere dann in der Praxis auch nicht ohne Bedeutung, wenn man Streuvorgänge betrachtet. Also zum Beispiel von links kommend kommt ein Laserstreu herein, der wird also charakterisiert durch lauter parallele Vektoren in der Richtung des Laserstreus. Der wird dann an einem Teilchen, das sich an einem bestimmten Punkt da befindet, gestreut und dann wird es also nach allen Richtungen von dem Teilchen ausgehend Streulicht weggehen. Und da ist es natürlich sehr zweckmäßig, dass man so eine Situation etwa im dreidimensionalen in Kugelkoordinaten oder wenn man es nur zweidimensional überlegt, halt in Polarkoordinaten betrachtet, weil dann diese auslaufenden Streustrahlen immer parallel sind zu diesen R-Koordinatenlinien von dem Kugelkoordinaten- oder Polarkoordinatensystem. Wenn man aber Polarkoordinaten wählt, dann wird man die natürlich auch zur Beschreibung des einfallenden Strahls, des Laserstrahls verwenden. Und da haben sie es schon. Dann ist es wichtig, dass man dieses parallele Vektorfeld in Polarkoordinaten darstellt. Und wenn Sie sich das jetzt so überlegen, werden Sie sich schnell überlegen können, und wir zeichnen das jetzt alles noch gleich genauer auf, dass diese parallelen Einheitsvektoren an den verschiedenen Punkten im Raum dann nicht überall die gleichen Komponenten haben werden. Warum? Diese Einheitsvektoren sind zwar alle parallel und haben die Länge 1, aber an verschiedenen Punkten gibt es dann verschiedene Basisvektoren in der R-Richtung und in der Phi-Richtung. Und in Bezug auf diese unterschiedlich liegenden Basisvektoren haben dann diese Vektoren A-Pfeil, die ja an sich alle parallel zueinander sind, aber nicht überall dieselben Komponenten, sondern unterschiedliche Komponenten, weil sich das dann jeweils auf unterschiedliche Basisvektoren bezieht. Und dann sieht man denen nicht mehr sofort an, ob die jetzt wirklich parallel sind oder nicht. Und um das jetzt formal ermitteln zu können, genügt es nicht, diese Komponenten der Vektoren partiell zu differenzieren nach den Koordinaten, weil da kommt gar nicht null heraus, wie Sie sehen werden, sondern man muss die kovariante Ableitung durchführen. Und das sollte also dann der Schlusspunkt hinter diesem Beispiel sein, dass sich am Schluss eben ergibt, dass die kovarianten Ableitungen tatsächlich wieder null sind und man dann auch in Polarkoordinaten erkennen kann, es handelt sich hier um ein paralleles Vektorfeld. Und ich glaube, wenn Sie das dann erkennen, dann werden Sie auch sehen, dass es sinnvoll ist, mit diesem Begriff zu operieren. Also jetzt habe ich das einmal versucht, anschaulich darzustellen, was wir da heute machen wollen. Und jetzt wollen wir also damit auch wirklich loslegen. Also wir betrachten ein zweidimensionales Beispiel. Zweidimensional. Und da betrachten wir ein paralleles Vektorfeld aus lauter Einheitsvektoren. Und dieses Vektorfeld soll A-Pfeil heißen. Und das sind also solche Vektoren, dass der Betrag von A-Pfeil immer gleich 1 ist. Und wir stellen das dar einerseits in
kartesischen Koordinaten xi, das ist üblicherweise x und y, wie wir das heute bezeichnen, und in Ebenen Polarkoordinaten qi, und das ist das r und phi, das Ihnen ja wohl bekannt ist. Also so sind diese Koordinaten festgelegt. Und wir nehmen jetzt auch noch Annahme, dass A-Pfeil parallel zur x-Achse und in Richtung der x-Achse gerichtet. Oder auch, wir setzen heute das Koordinatensystem so fest, dass es eben in Richtung dieser Vektoren A gelegt ist. Warum sollte man es denn unnötig kompliziert festlegen? Die Basisvektoren, das ist Ihnen ja bekannt, ich wiederhole hier nur, für die kartesischen Koordinaten sind das die EI-Pfeil. Wenn wir das alles jetzt mit Kovarianten Basisvektoren betrachten, dann werden entsprechend die Vektorkomponenten, um die es geht, dann kontravariante Vektorkomponenten sein, weil der Vektor A-Pfeil sich ja als A oben I, G unten I-Pfeil oder A oben I, E unten I-Pfeil darstellen lässt, wie Sie ja alle längst wissen. Also in den kartesischen Koordinaten sind es die EI und in den Polarkoordinaten sind es die GI-Pfeil. Und da haben wir uns das schon mal angeschaut gehabt. Nicht? Der G1-Pfeil, der zeigt so radial nach außen überall hin und hat die Länge 1. Und der G2-Pfeil, der ist tangentiell an diese konzentrischen Kreise und hat die Länge r, das ergibt sich aufgrund des Metriktensors. Den Sie erinnern sich doch, auf der Hauptdiagonale des Metriktensors stehen die Quadrate der Längen der Basisvektoren. Wir werden das alles ja noch genau uns anschauen. Also, jetzt gibt es da einmal ein paar Zusammenhänge, das werde ich gleich hier noch aufschreiben, damit wir wirklich eine solide Basis für unsere Rechnungen haben. Zusammenhang der Koordinaten. Ja, das ist eben die Koordinatentransformation. Und da wissen wir ja, einerseits x ist gleich r mal Cosinus Phi, y ist gleich r mal Sinus Phi. Aber das geht auch in der Gegenrichtung. Das wissen Sie schon. Ich wiederhole es nur, damit wir es jetzt haben. Das r, das ist die Wurzel aus x² plus y². Der Pythagoras Schauber, kann man auch leicht überlegen, x² ist r² Cosinus Quadrat Phi, y² ist r² Sinus Quadrat Phi, da heißt x² plus y² gleich r² mal Cosinus Quadrat plus Sinus Phi, 1 ist r², und da ist r die Wurzel aus dem, also das ist Ihnen ja längst bekannt. Und das Phi, das ist ein bisschen horiger, das Phi ist der Arcus Tangens von y durch x, weil y durch x der Tangens von phi ist, gegen Kathete durch Ankathete. Das sind ja alles so Sachen aus der Schule, das ist ja wirklich nichts, was irgendwie furchterregend wäre. Ganz, ganz einfach. Naja, und dieses Vektorfeld A, das soll also da
parallel zur x-Achse sein. Das heißt, die Annahme lautet, das A-Pfeil ist gleich E1-Pfeil. Die E1 zeigen alle waagerecht, die E2 nach oben und E1-Pfeil sind gleichzeitig diese A-Pfeil, dieses parallele Vektorfeld. Naja, und damit wir also da jetzt den Zusammenhang kriegen mit den Komponenten in den ebenen Polarkoordinaten, schreibe ich jetzt nur einmal auf, wie die Basisvektoren zusammenhängen. Sie wissen ja, Basisvektoren einerseits und Vektorkomponenten andererseits haben das gleiche Transformationsverhalten. Das ist alles so schön übersichtlich in der Tensorrechnung. Das kennen Sie aus dem Wintersemester und erst recht jetzt wieder aus dem Sommersemester. Also wir haben da einen einfachen Zusammenhang. Und nachdem wir da ja dieses A-Pfeil haben wollen und dieses A-Pfeil wir festgelegt haben gleich E1-Pfeil, wollen wir jetzt dieses E1-Pfeil darstellen in der Vektorbasis der GI-Pfeil. Die Basisvektoren, die zu den Polarkoordinaten dazugehören. Weil letzten Endes wollen wir ja dann wieder von den Ebenen von den kartesischen Koordinaten wegkommen und alles in den Polarkoordinaten machen. Es ist ja eine so schöne Sache in der Tensorrechnung, dass man in dem jeweils gewählten Basisvektor, in dem jeweils gewählten Koordinatensystem dann autark ist. Wenn man einmal den Metriktensor hat, und der ist ja bei den Polarkoordinaten ja bekannt, das schreiben wir dann noch zusammen, dann braucht man sonst nichts. Diese Zusammenhänge hier zwischen den beiden Koordinaten, das verwenden wir jetzt nur, um den Zusammenhang der Basisvektoren herzustellen. Wenn wir das haben, Sie werden gleich sehen, schütteln wir die kartesischen Koordinaten ab. Die brauchen wir dann nicht mehr. Und alles Weitere erfolgt dann mit Bezug auf diese ebenen Polarkoordinaten. Naja, und da rechts schauen wir uns einmal an, wie dieses Transformationsverhalten ausschaut. Man kann also das EI-Pfeil darstellen als DQ nü nach D, habe ich jetzt XI oder X geschrieben, nach DXI, ja, wenn wir oben Q nü auch haben, dann erst bezeichnen wir so mit XY und R phi DQ nü nach dx mal g unten nü-Pfeil. Kartesische Koordinaten und orthonormale zugehörige Basisvektoren. Kartesische Koordinaten die E, Polarkoordinaten die G. Daher, das ist Kovariant, daher steht da auch x, i unten und q nü oben wird summiert über das g nü-Pfeil, das gehört ja auch zu den q. EI-Pfeil, die allgemeine Transformation zwischen den I und den G ist, dass wenn da EI-Pfeil steht, steht da DXI unten und die DQ-Nü gehören mit den G-Nü zusammen. Und das sind die Transformationskoeffizienten, also da stehen die Elemente, die Komponenten der Transformationsmatrix zwischen den EI und den G-Nü. Naja, und das ist jetzt insbesondere wichtig für, wir wollen ja das E1 da haben, damit insbesondere
das E1-Pfeil ist gleich. Und da steht es dann, wenn wir das gleich ausrechnen, über Nü muss summiert werden, dq1. Ja, und das q1 ist aber r. Nach dxi, x1 ist aber x, nach dx mal g1-Pfeil plus dq2, das q2 ist aber phi, d phi, aber wieder nach dx mal g unten 2-Pfeil. Und das ist aber unser A-Pfeil. Und da sehen Sie schon, damit haben wir schon was Wichtiges gewonnen. Weil diese Faktoren hier sind ja schon die Komponenten des Vektorfeldes A-Pfeil in Bezug auf die Basisvektoren G1 und G2 für dieses Polarkoordinatensystem. Und das wollen wir ja haben. Wir wollen dieses parallele Vektorfeld darstellen in Bezug auf die Basisvektoren für die Polarkoordinaten. Naja, und da müssen wir jetzt diese dr nach dx und dphi nach dx ausrechnen. Das mache ich da vielleicht gleich. Ich bringe das da her. Nein, wir haben eh genug Tafeln. Also rechnen wir uns dr nach dx aus. Aber bevor ich das mache, jetzt eine Frage. Wissen Sie alle, wozu wir das gemacht haben und was da jetzt passiert? Das ist der Zusammenhang zwischen den orthonormalen Basisvektoren für das kartesische Koordinatensystem und den Basisvektoren für die Polarkoordinaten. Da stehen die entsprechenden Transformationskoeffizienten. Kovariante Basisvektoren zu dem EI-Kern, daher die XI, und die QNÜ gehen mit dem Gen über, die beziehen sich ja auch auf die QNÜ. Und das haben wir jetzt speziell für den E1 gemacht, also I gleich 1 gesetzt, über NÜ muss summiert werden, dq1 ist dr, nach dx1 ist x, mal g1-Pfeil, plus dq2, das ist dphi, noch wieder dx, mal g2-Pfeil. Und das haben wir ja gleich unserem Vektor gesetzt. So nehmen wir ihn an. Da ist das das A. Und wenn Sie sich das jetzt so anschauen, stehen damit hier die Komponenten des Vektors A in Bezug auf die Basisvektoren G1 und G2 des Polarkoordinatensystems. Das heißt, das sind die Komponenten von A-Pfeil, in Bezug auf die Polarkoordinaten. Das wollen wir haben. Jetzt müssen wir uns das nur ausrechnen. Gibt es dazu irgendeine Frage? Ist irgendwas unklar? Kommt Ihnen das komisch vor? Es wäre schlecht, wenn Sie jetzt aussteigen täten, weil dann haben Sie von dem ganzen Restlichen eigentlich auch nichts mehr. Okay. Dann rechnen wir es also aus, dann wir sehen, was rauskommt. dr nach dx, da ist der Zusammenhang. Ist also d nach dx von, und das r ist x² plus y² hoch 1/2, Wurzel aus x² plus y². Nun, das rechnen wir aus. Da muss man wieder die Kettenregel, diesmal die ganz normale, die man schon von der Schule her kennt, nehmen. D das Ganze nach der Klammer mal die Klammer nach x. Also das erste ist einmal das Ganze nach der Klammer, das ist 1/2 mal n mal x hoch n minus 1, 1/2 mal x² plus y² hoch n minus 1, 1/2 minus 1 ist minus 1/2 mal. Und jetzt kommt die innere Ableitung, die Klammer nach x. Ja,
das ist ja nicht von x abhängig, bleibt nur das stehen, dx² nach dx ist 2x. Ja? Und jetzt wollen wir aber die kartesischen Koordinaten wieder los sein. Wir wollen das alles aufschreiben in Abhängigkeit von R und Phi. Schauen wir an, was da passiert. Also als erstes einmal sieht man, der Zweier geht weg, freundlicherweise. Dann steht da x² plus y² hoch minus 1/2. Das ist 1 durch die Wurzel aus x² plus y². Diese Wurzel ist r, also ist das einfach 1 durch r. Mal, und dann bleibt x stehen. Und das x ist r Cosinus Phi. Und siehe da, da fällt wieder das r weg. Das ist halt ein einfaches Beispiel, nicht? Und es bleibt stehen Cosinus Phi. Also, den Term haben wir. Dr nach dx ist Cosinus Phi. Der andere ist ein bisschen hauriger. Na, gib mal Ruhe. Du tust nicht, was du willst, sondern was ich will. So. Was wir brauchen, ist jetzt d Phi nach dx. Na, das Phi, das ist der Arcustangens. Naja, also das ist nicht gar so lustig. Daher werden wir einmal da das umrechnen in ein d Phi nach d 1 durch x mal d 1 durch x nach d x. Wir nehmen 1 durch x als Variable, weil das nämlich dann auch bei diesem Arcustangens da entsprechend vorkommt. Und zwar nein, machen wir sogar nicht 1 durch x, sondern y durch x. Mal d y durch x nach dx. Das kann man natürlich jederzeit machen. Ich führe eine andere Variable ein. Das Phi ist nicht nur, das Phi ist eben von y durch x abhängig als Arcustangens. Da kann ich das Phi einmal nach y durch x ableiten, aber dann muss ich jetzt yx durch x wieder nach x ableiten. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Das sind so diese kleinen Schmähe. Naja, und jetzt sieht man schon, wie es läuft. Das ist also dann d Phi nach dy durch x. Wenn man den Arcustangens nach seinem Argument ableitet, 1 durch 1 plus das Argument zum Quadrat. Das ist diese Geschichte, die man halt weiß. Das sind halt so die Handwerkssachen, die man dann eben wissen muss. Oder muss man nachschauen sonst. Also das d Phi nach dy durch x ist 1 durch 1 plus das Argument zum Quadrat. Y durch x zum Quadrat. Naja, und jetzt dy durch x nach dx. Das y hängt nicht von x ab. Das ist eine Konstante. Das kann man auch vornehmen. Mal y mal d1 durch x nach dx. Na, das ist dx hoch minus 1 nach dx. Das ist minus 1 mal x hoch minus 2. Minus 1 mal 1 durch x Quadrat. Sehen Sie? Jetzt steht natürlich da wieder alles Mögliche mit x und y drin. Jetzt schauen wir, was wir aus dem wieder machen können. Das ist gleich das schreiben wir einmal jetzt her. Also, da unten haben wir ein x-Quadrat im Nenner. Und da haben wir den Nenner. Jetzt können wir die beiden Nenner miteinander multiplizieren, damit man das Ganze multipliziert. Bruchrechnen. Also haben wir x-Quadrat plus y-Quadrat durch x-Quadrat mal x-Quadrat. So bleibt also stehen. Minus 1 durch x² plus y². Und jetzt bleibt nur mal y. Na, das wird ja schon übersichtlicher.
denn jetzt werden wir das wieder los. Denn das x² plus y² ist r². Das heißt, das ist gleich minus 1 durch r². Und das y ist r sinus phi mal r mal sinus phi. Und da fällt ein r da unten gegen das weg. Und es bleibt stehen minus sinus phi durch r. Alles verständlich? Sie sehen jetzt, diese beiden Faktoren da hier, dr nach dx und dr nach d und dφ nach dx, die haben wir jetzt wirklich wieder nur mit r und phi ausgedrückt. Und folglich, jetzt nutze ich da natürlich den Platz, das habe ich da nur so als Nebenrechnungsstelle, aber es war richtig. Das hätte ich dort auf dem kleinen Eckerl nicht mehr aufschreiben können. Folglich ist das A-Pfeil gleich. A-Pfeil ist gleich. Der r nach dx mal g1-Pfeil. Cosinus phi mal g1-Pfeil. Plus d phi nach dx mal g2-Pfeil. Das ist aber minus, also machen wir gleich wieder ein Minus. Minus sinus phi durch r mal g2-Pfeil. Sie versprechen mir, dass Sie sich melden, wenn Ihnen was unklar ist bei dem Ganzen. Aber Sie sehen andererseits, ich mache keine Hexereien da. Das kann einer in der 6. Klasse Mittelschule eigentlich auch schon nachvollziehen. Das ist ja das, was ich heute will bei dem Beispiel, dass das nicht dort kompliziert ist, wo man es gar nicht braucht, sondern nur das zeigt, worauf es ankommt. Und das bedeutet aber weiter, weil das ist ja praktisch A1 und das ist A2, A1 G1-Pfeil plus A2 G2-Pfeil. Daher sind die A oben I gleich Cosinus Phi und minus Sinus Phi durch R. Schau. Jetzt haben wir schon was Tolles gewonnen, weil jetzt haben wir unser paralleles Vektorfeld aus lauter Einheitsvektoren dargestellt in Bezug auf das ebene Polarkoordinatensystem. Und Sie sehen natürlich, wie nicht anders zu erwarten, die Komponenten sind jetzt nicht konstant, natürlich nicht, sondern die hängen sowohl von r als auch von phi ab. Je nachdem, wo ich bin, wird es andere Koordinatkomponenten haben, weil ja dort eben im Allgemeinen die Basisvektoren anders sein werden, auch weil das Vektor bleibt der gleiche, aber nicht seine Komponenten. Das ist jetzt ein typischer Fall, das schreit dann nach der Kovariantenableitung. Aber bevor wir das machen, wollen wir uns das auch noch aufzeichnen. Da werde ich versuchen, meine Zeichenkünste wieder zu aktivieren, soweit vorhanden. Geometrische Darstellung. Sie wollen ja auch irgendwie ein Gefühl dafür haben, wieso steht da jetzt Cosinus Phi und Minus Sinus Phi durch R? Das muss doch irgendwie einfach zu verstehen sein. Und da machen wir da ein großes X, Y, kartesisches Koordinatensystem in der Ebene, da ist der Ursprung natürlich, und da zeichnen wir jetzt einen Punkt hinein, sagen wir den, da gibt es einen Radialstrahl,
und so einen konzentrischen Kreis rundherum. Da hier ist das Phi, das ist das R. Und jetzt können wir da hier überall die Vektoren einzeichnen. Diese Vektoren A-Pfeil, die liegen überall in der Richtung. Ich zeichne so ein, damit man sieht, wie wichtig er ist. Der hat die Länge 1. Den gibt es auch hier zum Beispiel. Oder auch die Länge 1. Wo er auch ist, überall hat der die Länge 1. Das sind unsere Vektoren. Das parallele Vektorfeld, all over the place. So legen wir es ja fest. Das heißt, das befindet sich natürlich auch. Ja, wir haben rote Kreide, das ist gut. Eignet sich immer. Jetzt müssen wir entsprechend auch anschauen, wie also da die Basisvektoren sind. Da schauen wir uns einmal die Basisvektoren an, die zu dem Polarkoordinatensystem gehören. Da haben wir also da, wenn wir jetzt die Einheit da nehmen, ist das der Basisvektor G1-Pfeil. Ein bisschen länger mache ich mir noch. Das stimmt ungefähr mit denen überein da. G1-Pfeil. Und dann, der hat die Länge 1. Und der Basisvektor G2, der steht da so tangentiell, geht da rüber. Das ist der Basisvektor G unten 2-Pfeil. Der ist tangentiell an diese Koordinatenlinien, der ist tangentiell an diese Koordinatenlinie. Das ist der G1-Pfeil. Der G1-Pfeil hat die Länge 1 und der G2-Pfeil hat die Länge R. Ich schaue nur immer da auf meine Zeichnung, dass ich sehe, wo ich Platz habe, mir das einzuzeichnen. Ist Ihnen das noch in Erinnerung? Der erste kovariante Basisvektor hat die Länge 1, der zweite hat die Länge R. Erinnern Sie sich, an der Stelle schreibe ich das gleich auf. Der Metriktensor für die ebenen Polarkoordinaten, wissen Sie auswendig, 1, 0, 0, 1, 0, 0, R Quadrat. Den kriegt man durch Skalarprodukte aller Basisvektoren miteinander. Das haben wir schon sehr frühzeitig im Sommersemester gemacht. Können Sie zurückblättern, das wiederholen wir natürlich jetzt nicht. Aber das ist die Hauptdiagonale. Und da wissen wir doch, die Hauptdiagonalelemente des Metriktensors sind die Quadrate der Längen der Basisvektoren. Daher hat der erste Basisvektor die Länge 1 und der zweite hat die Wurzel aus r Quadrat r. Ja? Also so kann man das sofort erkennen. Und sie liegen tangentiell an die entsprechenden Koordinatenlinien. Ja? Naja, jetzt aber wollen wir uns natürlich auch diese kartesischen Basisvektoren, die EI, einzeichnen. Na, die haben alle die Länge 1 und liegen parallel zu diesen Koordinatenlinien, die X- und Y-Koordinatenlinien. Da haben wir also da hier den, okay. Der hat die Länge 1 wieder. Muss ich mich schreiben, wie das am besten? Ja, doch. Die Länge 1 und das ist der E1-Pfeil. Nun, der E2-Pfeil, der hat auch die Länge 1 und zeigt da nach oben. E2-Pfeil.
Ja? Die sind also parallel zu x und y und haben die Länge 1. Weil sie eben orthonormale Basisvektoren sind für die kartesischen Koordinaten. So liegen diese zwei Sätze von Basisvektoren. Aber das ist für sie nichts Neues mehr. Es ist mir wichtig, dass Sie jetzt nicht glauben, das ist jetzt ganz was Neues. Das ist eigentlich alles, was Sie schon wissen. Nur wir verwenden es jetzt für unser Beispiel. Denn jetzt geht es ja darum, dass dieses E1 nach unserer Festlegung das A-Pfeil ist. Das ist eins von diesen A-Pfeil. Da unten zeichne ich noch einen her. Überall ist die ganze Tafel übersät mit diesen Vektoren A-Pfeil, die alle die Länge 1 haben. So haben wir sie definiert. Und der ist ein solcher, daher ist der A-Pfeil. Und da sehen Sie jetzt, jetzt geht es doch darum, dass man diesen A-Pfeil in Bezug auf die Basisvektoren G1 und G2 darstellt. Der E1-Pfeil in Bezug auf G1-Pfeil und in Bezug auf G2-Pfeil. Und da sehen Sie jetzt, da ist der Winkel Phi. Der kommt hier als Parallelwinkel da oben hier so noch einmal vor. Und als Normalwinkel kommt er da noch einmal vor. Genau. Und jetzt sehen Sie, wenn das die Länge 1 ist, dann ist das hier Cosinus Phi. Cosinus Phi mal G1-Pfeil ist das hier. G1-Pfeil hat ja die Länge 1. Daher ist die erste Komponente in Bezug auf diese Basis G1 und G2 einfach Cosinus Phi. Und schauen Sie, das ist, was da steht. Und andererseits die zweite Komponente, die ist da, die zeigt einmal in die andere Richtung. Der Herr muss ein Minus haben. Das ist das, was wir da haben. Und damit man jetzt das wieder richtig macht mit der Länge, muss man den Vektor einmal durch R durchdividieren, dass das ein Einheitsvektor wird. 1 durch R mal. Und jetzt ist das da die Gegenkathete und daher der Sinus. Und daher haben wir da minus Sinus Phi durch R. Und genau das steht da. Also ich glaube, das kann man sich wirklich gut vorstellen. Und da haben sie auch den Zusammenhang mit dem GIJ, mit 1,0,0 R². 1 ist die Länge, R ist die Länge. Und wenn wir schon dabei sind, schreibe ich da noch die G oben IJ her. Das ist eine einfache Geschichte. Bei solchen Matrizen, wo nur die Hauptdiagonale steht, braucht man da wirklich einfacherweise nur auf die Reziprokwerte übergehen. Aber bitte nur für den Fall. Sie wissen schon, bei irgendeiner Matrix können Sie nicht überall die Reziprokwerte. So einfach ist das Leben nicht. Da ist es komplizierter. Aber für die Matrizen haben wir da 1 durch 1 ist wieder 1, 0 und 0. Und dann haben wir 1 durch R². Damit haben wir gleich da auch schon den Metriktensor für die Kugelkoordinaten. Und mit dieser einen Tafel jetzt, meine Damen und Herren, haben wir uns eigentlich die Voraussetzungen geschaffen. Ich werde das noch einmal einrandeln, weil das da so wichtig ist für unser Beispiel. Das sind die kontravarianten Komponenten des Vektors A-Pfeil in Bezug auf die ebenen Polarkoordinaten. Und wenn Sie einmal von diesen Rechnungen da absehen, alles, was da sonst steht, was wir da brauchen, ist alles nur im Zusammenhang des Koordinatensystems R und Phi. Und bei dem bleiben wir jetzt auch. Wir wollen es in dem Koordinatensystem anschauen. So. Ist die Tafel wirklich inhaliert? Völlig?
Alles klar, nichts unklar geblieben. Ich glaube auch keine Rechenfehler. Die, die ich gerade schon machen wollte, die sind dann Gott sei Dank noch rechtzeitig zutage gekommen bis jetzt. Aber die eigentliche Rechnerei fängt jetzt erst an. Aber wir haben auch noch fast eine Dreiviertelstunde. Das geht sich schon aus. Ich wollte das für Sie wirklich breit darstellen, dass Sie sehen, wie das geht. Ich bin gar nicht sicher, ob wir mit der Tafel auskommen werden, aber es gibt ja noch eine dritte. Also, jetzt können wir doch zunächst einmal uns naiv gebärden und uns sagen, naja, wenn man wissen will, ob das also jetzt ein konstantes Vektorfeld ist oder nicht, dann braucht man ja nur partiell differenzieren. Also differenzieren wir, wenn man das also das Cosinus Phi hernimmt, machen wir die partiellen Ableitungen der Vektorkomponenten. Von unserem Vektorfeld Abfeil. Und nur alles nur mehr in Polarkoordinaten. Was anders kommt jetzt nicht mehr vor. Da haben wir also dA1 nach dR. Das ist das Erste, was wir da haben. Na, das ist nicht von R abhängig. Das ist 0. Dann machen wir als Nächstes dA1 nach dΦ. Naja, dann wird er nicht 0 sein. Wenn man den Cosinus Phi nach Phi ableitet, kommt minus Sinus Phi heraus. Und dann dA2 nach dR. Na, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Das Phi hängt nicht von R ab, das ist eine Konstante, also minus Sinus Phi. Und 1 durch R ist abgeleitet minus 1 mal 1 durch r Quadrat, also haben wir Sinus Phi durch r Quadrat. Sinus Phi durch r Quadrat und dA2 nach dΦ. Was haben wir da? dA2 nach dΦ, da kommt minus 1 durch R heraus und aus Sinus wird Cosinus. Ach, aber haben wir minus Cosinus Phi durch R. Also denen fällt gar nicht ein, alle 0 zu sein. Also so geht es nicht. Das ist die erste Geschichte, die Ihnen jetzt da sofort klar werden muss. Wenn man einfach nur die Komponenten des Vektors partiell differenziert, kann man nicht feststellen, ob es ein paralleles Vektorfeld ist. Weil, bitteschön, es ist ja paralleles Vektorfeld. Aber die partiellen Ableitungen werden nicht 0. Die werden nur dann 0, wenn man das Ganze halt in kartesischen Koordinaten macht. Wir machen es aber jetzt in Polarkoordinaten, daran kann uns ja keiner hindern. Und da geht das so also nicht. Also die partiellen Ableitungen im Allgemeinen ungleich 0. Im Allgemeinen ungleich 0, obwohl paralleles Vektorfeld. Das war aber nicht umsonst, dass wir das ausgerechnet haben. Wir werden sie ja brauchen. Denn jetzt bleibt uns nichts anderes mehr über. Jetzt müssen wir die Geschichte mit den Kovarianten-Ableitungen machen. Denn wenn das alles jetzt wirklich einen Sinn haben soll, dann muss jetzt dann herauskommen, dass die Kovarianten-Ableitungen von den Komponenten nach allen Koordinaten, die müssen alle 0 sein. Weil es ja in Wirklichkeit, Sie sehen es ja, ein paralleles Vektorfeld ist. Also schreiben wir diese Kovarianten-Ableitungen einmal auf. Da haben wir die partiellen Ableitungen.
Da haben wir die Kovariantenableitungen. Und das ist also dann ein AI Kovariant nach je. Naja, und das schreiben wir halt auf, was das ist. Wir haben das ja entsprechend allgemein ermittelt. Das ist einmal zunächst die, wie ich sie immer nenne, naive, partielle Ableitung. Das sind die naiven Ableitungen. Kommt auch nichts Gescheites aus, weil es naiv ist. Aber es ist also DAI nach DQJ. Und jetzt kommt Plus, weil da ist Kontravariant und Kovariant, wenn das auch unten ist, wäre es Minus, aber das haben wir so jetzt gemacht, dass das so passt. Plus Gamma I J K. Mal AK. Das ist jetzt das Zusätzliche. Das müssen wir uns ausrechnen. Und da sehen Sie jetzt, einerseits ist natürlich gut, dass wir den Metriktensor haben, die steht ja schon so gut, den haben wir schon lang. Und andererseits brauchen wir jetzt in dem ganzen Ding nur eine Sache noch, die wir nicht haben. Und das sind diese Christoffel-Symbole. Und die rechnen wir uns jetzt aus. Da haben wir, letztes Mal war das, glaube ich, am Schluss, einen Ausdruck besprochen, der angibt, wie man diese Christoffel-Symbole ausrechnen kann, nur aufgrund des Metriktensors und seiner ersten Ableitungen nach den Koordinaten. Ich habe Ihnen das nicht bewiesen. Das steht im Skript und wenn Sie sich das antun wollen, das ist ganz ordentlich, aber es ist auch nicht so arg. Man lässt sich ein in diese Sachen, aber für das tägliche Leben braucht man das dann gar nicht. Sie werden schon sehen, es genügt ja dann zu wissen, wie das geht. Und da schreibe ich es, lieber nehme ich es her, dass ich es nicht falsch aufschreibe, die Gamma SAB sind der merkwürdige Faktor 1/2, der sich da ergibt, und dann mal G S R mal D G A R noch D Q B plus D G B R noch D Q A minus D G A B noch D Q R. In irgendeiner der früheren Tensorrechnung 2 Vorlesung hat sie dann einer geriert und hat gesagt, einfacher geht das nicht. Und es schaut so aus, es geht nicht einfacher. Da gibt es ja so einen interessanten Ausdruck, was ist Gott für die Mathematiker? Das ist der, der das Buch mit den kürzesten Beweisen hat und mit den effizientesten Formeln. Und das scheint nach allem, was man so sagen kann, so quasi eine göttliche Formel zu sein. Die ist so und wird nicht einfacher. Also 1/2 GSR mal DGAR noch DQB minus DGBR noch DQA plus DGAB noch DQR. Und da fällt einem gleich auch wieder was Wichtiges auf. Wenn Sie sich erinnern, ursprünglich haben wir diese Christoffel-Symbole, und das sind sie ja nicht, habe ich noch nicht ausgesprochen, glaube ich, wenn man die mit diesen zweiten partiellen Ableitungen ausrechnet, sieht man sofort wegen der Unabhängigkeit von der Reihenfolge der partiellen Ableitungen, dass das symmetrisch in A und B sein muss. Und das kommt hier auch zum Vorschein. Denn wenn Sie die beiden, wenn Sie A und B vertauschen, ist da B und da A, dafür ist da B und da A, und wegen der Kommutativität der Addition ist es dasselbe. Und da, wenn Sie A, B hier vertauschen, ist es wegen der Symmetrie des Metriktensors auch dasselbe. Also die sind hier symmetrisch. Gott sei Dank braucht man nicht so viel Rechner. Wenn man das Gamma 1, 1, 2 hat, hat man das Gamma 1, 2, 1. Das ist dann wurscht. Also man braucht gar nicht so viel rechnen.
Jetzt schauen Sie sich aber an, wir werden das wirklich durchixen. Auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht heute gar nicht fertig wäre, aber jetzt müssen wir das ein bisschen anziehen. Also, wir wollen das jetzt so machen, schauen wir mal an, was da ist. SAB, das sind lauter freie Indizes. SAB, da kommt das R summiert vor. SAB, wieder das R. Es wird immer über das R summiert. Und das wollen wir uns jetzt, damit man es gut rechnen kann, richtig herausschreiben. Wir schreiben jetzt auf Gamma SAB ist gleich 1/2 mal, und da kommt jetzt, jetzt nehmen wir mal den Term mit R gleich 1. GS1 mal, ja, stimmt was nicht? Hat da jetzt nicht einer geklopft? Das war nur ein Becher. Hat sich so angehört. Und ich dachte, so schnell kommt schon Protest. Also, über R wird summiert. Erst einmal R gleich 1. GS1 mal DGA1 noch DQB plus DGB1 noch DQA minus DGAB noch DQ1 plus, und jetzt müssen wir das noch aufschreiben, für R gleich 2. Wir müssen es summieren über das. Plus wieder 1/2. Dann haben wir GS2 mal DGA2 noch DQB plus DGB2 noch DQA minus DGAB nach DQ2. Das ist die Formel für uns. Und die werden wir jetzt verwenden, um uns diese Gammas für die ebenen Polarkoordinaten auszurechnen. Jetzt werden Sie sich denken, das ist ja mühsam alles. Ja. Ein bisschen was muss man zahlen dafür, dass man da dann in allen Koordinaten arbeiten kann. Also gehen wir es an. Rechnen wir uns einmal als erstes, schreiben wir uns einmal auf, was wir haben. Die QI sind R und Phi. Q1 ist R, Q2 ist Phi. Und die GIJ oben, also Kovariant und Kontrariant, habe ich da oben schon aufgeschrieben. Also, mit dem im Handgepäck sozusagen, rechnen wir es jetzt aus. Was müssen wir denn ausrechnen, dass wir alle wissen? Blöderweise haben diese Christoffel-Symbole ja 3 Indizes. Das heißt, 2x2 ist 4x2 ist 8 solche Symbole. Aber Gott sei Dank, wegen dieser Symmetrie da, sind es weniger. Also, und Gott sei Dank sind wir im Zweidimensionalen. Also das S, das kann nur 1 oder 2 sein. Rechnen wir uns einmal also die Gamma 1AB aus und dann die Gamma 2AB. Und die AB können 1,1, 1,2, 2,1 oder 2,2 sein. Aber 1,2 und 2,1 wird dasselbe ergeben. Das heißt, für S gleich 1 rechnen wir Gamma 1,1,1, Gamma 1,1,2, Gamma 1,2,2. Mehr brauchen wir nicht. 3. Und ebenso Gamma 2,1,1, Gamma 2,1,2 und Gamma 2,2,2. Damit haben wir es alle. Also, wir nehmen also jetzt einmal an, wir wollen einmal ausrechnen, Gamma 1, 1, 1. Da haben wir also S ist gleich 1, A ist gleich 1, B ist gleich 1. Und jetzt nehmen wir die Formel da her, 1/2 mal. Und jetzt bitte mitrechnen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns nicht vertun. 1/2 mal, G oben S1, das ist also G
1 mal. Und dann haben wir da dg a1 nach dq b, alles ist 1. Also dg 1 nach dq1 und q1 ist r. Da schreibe ich gleich r hin. Plus, dann haben wir dg 1 nach dq1 wieder. dg 1 nach dr minus. Dann haben wir dg ab, das ist wieder 1, dg 1 nach dq1, das ist wieder dr. Na, was haben wir da? dg 1 nach dr, die unten 1. 1 ist konstant. Wenn man nach r ableiten, ist es 0. d1, 1, dg1 ist wieder 0 und das ist wieder 0. Das heißt, das ist 0. Sehen Sie es? Ganz einfach. Weil g1, 1 ist eine Konstante, die können Sie ableiten nach was wollen, wird es immer 0 sein. Ja. Sie haben recht. Sie haben recht. Den habe ich jetzt nicht hingeschrieben, weil der wird jetzt sofort 0 werden. Plus, danke, sehr wichtig, plus 1/2 mal, und jetzt kommt gs2, s ist 1, g1, 2 mal, und g1, 2 ist schon 0. Das war jetzt ein bisschen zu schnell gedacht, mal 0, nein, nicht so, falsch. Mal diese Klammer, die da drin vorkommt, aber das g oben 1, 2 ist 0. Damit ist es 0. Danke, war ein wichtiger Punkt. Das wollten Sie auch wahrscheinlich. Na fein, dass Sie so gut aufpassen. Dann haben wir weiter. Gamma 1, 1, 2 ist gleich 1/2 mal. Da ist also s gleich 1, a gleich 1 und b gleich 2. Also 1/2 mal g oben s1, haben wir g oben 1, g s1, g 1 mal. Jetzt haben wir dg a1 nach dqb. dg a ist 1 nach dq2, das ist d phi, plus dg b1, das ist 2,1, nach dqa, das q1 ist r, nach dr minus dg ab ist 1,2, nach dq1 ist dr. Also, g1,1 ist eine Konstante, daher ist es 0. g2,1 ist 0, g1,2 ist 0, daher ist das alles 0. Und jetzt kommt plus 1/2 gs2. Plus 1/2 gs2 ist 1, 2. Und g1,2 ist wieder 0. Mal irgendeine Klammer, kommt wieder 0 heraus. Es schaut ja schon so langsam so aus, als ob überhaupt nichts zustande bringen täten. Denn jetzt haben wir auch schon Gamma 1, 2, 1. Das ist auch 0. Na, unsere ganze Hoffnung ruht jetzt auf dem Gamma 1, 2, 2. Da ist also s gleich 1, a gleich 2, b gleich 2. Und das ist jetzt gleich. Da haben wir wieder 1/2 mal gs1, es ist 1, g1, 1, das ist okay, mal, und jetzt steht da drinnen ga1, das ist g2, 1, dg
2-1 nach DQB nach DFI plus DG, was haben wir jetzt? B1, B ist 2, 2-1 nach DQA, das ist auch 2 nach DFI. Haben wir es voll? Ja, danke. Ja, ja, abschreiben. Minus DGAB, das ist 2-2. DG 2-2 nach DQ1. Plus, schauen wir nach, was wir da haben. Das G11 ist was? G21 ist 0 und G21 ist 0. Das ist alles 0. Plus, noch einmal ein halb Mal, jetzt haben wir das da. Ein halb Mal GS2, G1, 2 mal irgendwas, G1, 2 ist aber 0. Was bleibt, ist nur das. Denn G2, 2 ist R². dr² nach dr ist 2r. Mal g, jetzt schreiben wir es gleich her, schreiben wir mal, ein halb, mal g oben 1, 1, g oben 1, 1 ist aber 1. Das brauchen wir nicht hinschreiben. Mal, und jetzt dg 2, 2 nach dr ist dr² nach dr ist 2r. Mal minus 2r, das Minus von da. Der 2er geht weg und es bleibt großartig. Minus R stehen. Na, etwas ist wenigstens blieben. Und jetzt, damit uns das wird nämlich Zufahrt. Wenn wir das jetzt nochmal für S gleich 2 machen, da schlafen wir alle ein und rennen wir davon. Das können Sie, wenn Sie wollen, selber machen. Das ist genau das Gleiche für S gleich 2. Und damit ergibt sich also, insgesamt das Ergebnis. Und da haben wir jetzt die Matrix der G, Gamma 1 IJ ist gleich Gamma 1 1 1 ist 0. Gamma 1 1 2 ist auch 0. Daher auch das. Aber Gamma 1, 2, 2 ist minus R. Und wenn man das jetzt nochmal alles durchführt, ich rede mich darauf aus, dass ich nicht mehr genug Tafel habe, deswegen machen wir es nicht. Kriegen wir das Gamma 2 IJ. Und da sage ich Ihnen, was herauskommt. Da ist irgendwas mit 1 durch R. Das klären wir schon. Da nichts Falsches. Ja, 0, 1 durch R, 0, 1 durch R, 1 durch R, 0. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt werden Sie sich denken, um Gottes Willen, das muss ich ja jedes Mal machen. Das brauchen Sie nie mehr machen. Für den Rest Ihrer Tage wissen Sie damit die Christoffel-Symbole für die Polarkoordinaten. Die sind so. Genauso wie der Metriktensor so ist, wie er ist. So auch die Christoffel-Symbole. Also Sie haben sie damit. Schreiben Sie es wo rein, dann kehren sie Ihnen. Komischerweise kommen die also in Formelsammlungen wenig vor, weil die Leute vielleicht davon ausgehen, das versteht eh kein Mensch. Aber sie sind also in der Zwischenzeit so weit, dass sie es also verstehen. Und wenn sie es genau nehmen, so schrecklich ist es ja wieder nicht letzten Endes. Aber zugegeben, 2 Semester braucht man schon, bis man hinkommt. Aber immerhin, damit haben wir es ja jetzt. Und Sie sind also diese Select Group, die das jetzt schon hat. Naja. Und jetzt haben wir alles, damit wir das ausrechnen können. A1 nach 1, A1 nach 2, A2 nach 1 und A2 nach 2. Hoffentlich bringen wir das zusammen.
A1, Kovariant nach 1. Das ist einmal das, wie gesagt, immer wieder naive. DA1 nach DQ1 ist R. Ne? Und dann plus Gamma, da steht eine Summation über K. I, also ja, I und J steht da so, also 1, 1, 1, 1, 1, A1 plus Gamma 1, 1, 2, A2. Haben Sie es gut verstanden? Summationskonvention. Ich ringel es da ein. I und J sind frei, I und J sind frei, I und J sind frei, aber K, da wird summiert. Und nachdem wir ja Gott sei Dank nur zwei Dimensionen haben, steht da oben schon zweidimensional, weil sonst, das ufert dann sehr schnell aus. Also für vier Dimensionen ist das schon eine blöde Geschichte. Aber da muss man sich halt hinsetzen. Ne? Also, A1 nach 1 ist DA1 nach DQ1 ist R plus Gamma 1, 1. 1 A1 plus Gamma 1, 1. 2 A2. Genau das habe ich da hergeschrieben. Und jetzt haben wir alles. Das DA1 nach DR, wo haben wir das? Das DA1 nach DR ist einmal 0. No, das ist schon mal was Schönes. Ich habe gesagt, das war nicht vergebens, dass wir die dort ausgerechnet haben, weil da brauchen wir sie jetzt. Nur jetzt kommen die da dazu. Gamma 1, 1, 1, Gamma 1, 1, 1 ist 0. Gamma 1, 1, 2 ist auch 0. Ist gleich 0. Nun fängt das schon mal gut an. Aber da hat das jetzt nicht viel machen müssen, weil da war die naive Ableitung sowieso schon 0. Na, 0 brauche ich nicht mehr korrigieren, wenn ich 0 haben will. Das nächste. A1 Kovariant nach 2. Wir wollen alle durchrechnen. Vier Möglichkeiten gibt es. Da haben wir also jetzt wieder die naive. DA1 nach DQ2 ist dΦ plus. Und dann haben wir Gamma 1, 2, 1, 2, 1, A1 plus Gamma 1, 2, 2, A2. Verstehen Sie das, was ich da mache? Das ist nur Summationskonvention. Total harmlos, nichts Besonderes. Alles, was Sie längst wissen. DA1 nach dΦ. Da kommt minus Sinus Phi. Jetzt kommt es drauf an. Minus Sinus Phi. Jetzt muss sie was tun, sonst hat es versagt. Denn wir wollen ja, dass 0 rauskommt. Denn es ist ja ein paralleles Vektorfeld. Daher müssen die kovarianten Ableitungen, wann das was heißt, auch wirklich 0 sein. Gamma 1, 2, 1. Gamma 1, 2, 1. Das ist aber 0. Die letzte Hoffnung beruht jetzt auf dem. Gamma 1, 2, 2 minus R. Wir haben es sogar ausgerechnet selber. Minus R und das A oben 2. Das A oben 2 ist minus Sinus Phi durch R. Minus Sinus Phi durch R. Das ist ja das, was wir uns da oben ausgerechnet gehabt haben, die Komponenten des Vektors. Na, jetzt schauen Sie mal. Das ist Minus Phi, Sinus Phi, das ist 0. Jetzt, das ist Minus und das ist wieder Minus und das R fällt weg. Und es bleibt Plus Sinus Phi über. Und Minus Sinus Phi plus Sinus Phi ist 0. Na, ist das nicht cool? Das kommt wirklich so heraus. Das ist die kovariante Ableitung. Jetzt brauchen wir noch zwei solche. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Aber wenn wir das noch gerechnet hätten, aber das hätten sie nicht wollen. Also, Gamma 2, kovariant nach 1.
Das ist jetzt da einmal dA2 nach dR. Und dann plus Gamma 2, 1, 2, 1, 1, A1 plus Gamma 2, 1, 2, A2. dA2 nach dR. dA2 nach dR ist Sinus Phi durch R Quadrat. Naja, da müssen Sie die da jetzt schon anstrengen, die Herrschaften. Gamma 2, 1, 1, das ist schwach, ist 0. Also davon ist nichts zu erwarten. Wieder ruht jetzt letzten unsere Hoffnung auf dem letzten, was es noch gibt. Gamma 2, 1, 2, Gamma 2, 1, 2 ist auch 1 durch R. Und das A oben 2 ist minus Sinus Phi durch R. Minus Sinus Phi durch R. Und wir haben minus Sinus Phi durch R Quadrat plus Sinus Phi durch R Quadrat und es ist wieder 0. Es wird schon was. Also jetzt können wir dann schon davon ausgehen, das wird bei den letzten auch funktionieren. Aber das wollen wir doch jetzt wirklich zu Ende führen. Also A2 Kovariant nach 2. Da haben wir einmal dA2 nach d Phi plus Gamma 2, 2, 1, A1 plus Gamma 2, 2, 2, A2. Und dA2 nach d Phi? No, ist auch was. dA2 nach d Phi ist minus Cosinus Phi durch R. Minus Cosinus Phi durch R. Na Gott gebe, dass das funktioniert. Gamma 2, 2, 1. Gamma 2, 2, 1, das ist die 1 durch R-Geschichte. 1 durch R. A oben 1 ist Cosinus Phi. Und jetzt haben wir noch das letzte, Gamma 2, 2, 2. Gamma 2, 2, 2 ist wieder 0. Und was kriegen wir? Minus Cosinus Phi durch R plus Cosinus Phi durch R. Tada, das war's. Also ich glaube, Sie sehen daraus, worauf es ankommt. Und was das bringt, da eine solche kovariante Ableitung zu machen. Weil damit kriegen Sie das Wahre. Da kommt wirklich Null raus, auch wenn Sie es in irgendeinem anderen als dem normalen kartesischen System machen, wenn es ein paralleles Vektorfeld ist. Und das haben wir ja von der anschaulichen Darstellung am Anfang ja schon ganz klar gesehen. Aber wenn ich Ihnen nur den Vektor da aufschreibe, ohne viel hin und her, und Sie sagen, jetzt schauen Sie mal nach, ob das ein paralleles Vektorfeld ist, na, das schaut eigentlich nicht so aus, als ob das ein paralleles Vektorfeld wäre. Nur wenn man das natürlich dann aufzeichnet, kommt man schon drauf. Aber jetzt haben wir nur so von der Papierform gewissermaßen. Ja, dann geht man her und dann macht man mit Hilfe der Christoffel-Symbole diese kovarianten Ableitungen. Und wenn Sie jetzt nehmen, dieses ganze Gerechnet auch hier, das ist alles erledigt, wenn man es einmal weiß für die Polarkoordinaten. Und ich habe, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, vielleicht nimmt sich einer die Zeit, das ist dann natürlich noch länger, das auch für die räumlichen Polarkoordinaten zu machen. Aber wenn nicht, ist auch kein Malheur. Ich weiß sie, ich habe selber einmal durchgerechnet und man findet sie natürlich auch in gewissen Büchern, aber halt eher selten. Dann, das werden wir jetzt dann in weiterer Folge auch brauchen, denn jetzt sind wir gerüstet, meine Damen und Herren. Jetzt können wir auch Gradient, das sowieso, aber auch Divergenz und Rotation in beliebigen Koordinaten, also zum Beispiel in Kugel- oder in Zylinderkoordinaten,
durchrechnen. Und jetzt schließt sich insoweit der Kreis, als ich Ihnen ja schon gesagt habe, wie wir am Anfang des Semesters da Feld, Magnetfeld in der Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters, das ist ein magnetisches Wirbelfeld, oder das E-Feld in der Umgebung einer Punktladung, das ist dieses nach allen Seiten so igelförmig nach außen gehende elektrische Feld. Wenn man da dann entsprechend die Rotation und die Divergenz ausrechnen möchte, dann ist das, wenn man das in kartesischen Koordinaten macht, eine blöde Geschichte. Erst einmal muss man herausfinden, wie kann man denn diese Vektorfelder überhaupt darstellen in kartesischen Koordinaten. Und dann noch diese blöde Differenziererei mit Quotientenregel und was Gott noch und noch. Und nächstes Mal schauen wir uns das an mit den Kovariantenableitungen. Und da wird dann die Divergenz mit Zuhilfenahme der Kovariantenableitung gebildet, natürlich, weil alles andere passt ja nicht, wenn man es in Kugelkoordinaten macht und natürlich auch in Zylinderkoordinaten dann bei dem B-Feld rund um einen stromdurchflossenen Leiter. Und Sie werden sehen, das ist ein Klacks. Das ist ganz einfach und da braucht man, das weiß man sofort, zum Beispiel das E-Feld in der Umgebung einer Punktladung, das hat einfach nur die erste Komponente, das ist überall die erste Komponente. Weil die zweite und dritte Komponente ist nichts, das geht ja nur radial nach außen, so einfach ist das. Und bei dem Wirbelfeld rund um einen stromdurchflossenen Leiter, da weiß ich, radial nach außen geht nichts, in Richtung des Drahtes geht auch nichts, es geht nur so tangential herum. Das heißt, es hat nur eine zweite Komponente. Nun, das wird ja nicht sonderlich schwer sein, sich das klar zu machen, wie die davon Abstand abhängt und fertig. Und Sie haben alles, was Sie brauchen. Und wenn Sie dann den Metriktensor kennen für die Kugelkoordinaten und die Zylinderkoordinaten, das wissen Sie schon, 1, 0, 0, 0, r Quadrat, 0, 0, 0, r Quadrat, Sinus Quadrat, Theta für die Kugelkoordinaten und bei den Zylinderkoordinaten kommt dann da als letztes ein 1 wieder hin. Das kennen Sie alles. Das schaut nicht, wenn man sich sowas merkt. Das merke sogar immer, obwohl ich mir, merke man das Tausendste nicht, aber diese Sachen merke ich mir irgendwie. Und dann braucht man halt diese Christoffel-Symbole, die merkt sich kein Schwein. Die muss man natürlich dann immer wieder anschauen. Aber die haut man halt dann, schlagt man auf, setzt so ein, rucki zucki und fertig. Sie werden ja sehen. Das schauen wir uns also nächstes Mal an. Also ich danke Ihnen für Ihre Geduld, dass Sie mit mir gemeinsam dieses ganze Beispiel durchgegangen sind. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen dadurch schon irgendwie nahe bringen konnte, was es mit dieser komischen Kovariantenableitung auf sich hat. Sie ist unbedingt notwendig, um eine Aussage machen zu können, über die tatsächliche Veränderung eines Vektors, wobei eben die Veränderungen der Basisvektoren bei Änderung der Punkte im Raum da eben mit berücksichtigt sind. Es ist ja eben so, bei dieser Darstellung, dass das A-Pfeil gleich A oben I mal G unten I-Pfeil ist, da kann man nicht so wütend drauf losgehen und nur die A oben I differenzieren, weil die G unten I-Pfeile sind ja auch abhängig. Und um das richtig hinzukriegen, braucht man dann die kovariante Ableitung. Weil da hast du dann A oben I nach unten J mal G J-Pfeil. Und damit hat man es. Und dann braucht man also auf das Bezug mehr zu nehmen, weil das wurde dann dabei schon berücksichtigt. Diese Terme hier berücksichtigen die Änderung der Basisvektoren, wenn man den Raumpunkt verändert. In kartesischen Koordinaten sind alle diese Gamma 0, weil in kartesischen Koordinaten ist ja der Metriktensor die Einheitsmatrix und diese ganzen Ableitungen durch den Ortskoordinaten müssen daher alle Null sein. Das heißt, in kartesischen Koordinaten fallen alle Christoffel-Symbole weg. Und damit fällt alles da weg und dann braucht man nur mehr diese naiven Ableitungen. Deswegen haben wir am Anfang eben
bei der Vektoranalysis uns eigens nur auf kartesische Koordinaten beschränkt. Und ich habe Ihnen das zwar anschaulich versucht, plausibel zu machen, aber formal geht das erst jetzt. Weil eben da dann bei diesen kovarianten Ableitungen alle das, was zu Christoffelig ausschaut, da bei den kartesischen Koordinaten eben null ist. Aber schon bei den nächst komplizierteren, und das sind ja wirklich keine schwierigen Koordinaten, diese ebenen Polarkoordinaten, schlagt es schon voll zu, wie Sie sehen. Also nicht erst bei der vierdimensionalen gekrümmten Raumzeit, sondern schon bei den hundsordinären, einfachen Vektorfeld da ist das notwendig. Das will ich Ihnen auch mitgeben, dass das etwas ist, was durchaus praktisch ist. Nur immer noch sind die Indizes für viele Leute ein rotes Tuch, nur das nicht, wenn ich nur damit nichts zu tun habe. Aber das ist eigentlich schade. Man gibt daher viel, dabei viel her. Also ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es dann weiter.